Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pro Evolution Soccer, der UEFA Europameisterschaft 2016. Hier bei uns auf Red Second TV. Hier geht's jetzt weiter mit der Gruppenphase, dem letzten Spieltag, Spieltag 3, Nordirland gegen Deutschland. Wir fangen direkt an. Im Stade de France wieder. Trikots passen so, ja, müsste schon passen. Jetzt rein ins Spiel. Nordirland gegen Deutschland. Es entscheidet sich. Wenn Polen gewinnt, reicht uns ein Unentschieden. Auch wenn Irland gewinnt, reicht uns ein Unentschieden. Polen muss gewinnen, um noch weiterzukommen. Wir müssen natürlich gegen Nordirland gewinnen, sonst hat Polen auch keine Chance mehr. Ja, doch, Polen hätte sogar noch eine Chance. Wenn wir wenn Nordirland gewinnt, ist Nordirland weiter, Polen gewinnt, dann haben sie 4 Punkte genauso wie wir, dann müssten sie die bessere Tordifferenz haben. Naja, wir lassen uns überraschen, wir werden das definitiv nicht verlieren. Und ja, bitte erheben Sie sich für die deutsche Nationalhymne. Werden sie ins Spiel gehen. Jawohl. Von Nordirland haben sie anscheinend nicht die Nationalhymne. Och geil. Los geht's, letztes Gruppenspiel. Es war ein Foul, gar keine Frage. Und Gündogan haut gleich mal rein. Thomas Müller. Guter Lauf mit dem Ball. Können Sie Ja, wieso nicht? Einfach mal draufziehen. Der war platziert geschossen. Thomas Müller setzt zum Sprint an. Hör, wie der schaut, Alter. Den hat der Torwart sicher. Und wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Raus auf den Flügel. Die Ausgangsposition ist klar. Eine Niederlage dürfen Sie sich nicht erlauben. Minimum muss ein Unentschieden her. Schlecht eingeworfen. Boateng hat bisher einen Torerfolg zu verzeichnen. Ab dafür. Oh, der war, ich glaube, es war Gündogan, der hier den Lucky Punch, hier den, was war denn das, Zeitfalls hier probierte, oh, der war zu weit vorgelegt. Und das war nicht gut. Ab auf die linke Seite. Und Boateng patzt, Schuss für Nordirland. Wieso bin ich auf Face aus? Um ist es da, um es war da, und dann ist es Manuel Neuer, der... rettet. Erste Riesenchance für Nordirland. Und verpatzt. Schön. Schön. Wir warten hier und warten hier nach wie vor auf das erste Tor. Thomas Müller, aber was für eins!
Aber was für eins! Besser kann man den wohl nicht treffen. Bam, Alter! Kann kein Normalsterblicher halten. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Thomas Müller haut das Ding in die K.O.-Phase. Schön vorbereitet von Schweinsteiger. Und dann zieht der da einfach mal drauf. Wunderschön gemacht. Der sitzt, und wenn er sitzt, dann sitzt er. 1-0. Kapitel in diesem Spiel. Sie wollen diese Gruppenphase unbedingt überstehen und sie haben gerade einen wichtigen Schritt gemacht. Langer Ball in den freien Raum. Mustafi. Schweinsteiger. Mesut Özil. Özil gefällt mir heute gar nicht. Kontrollieren Sie, aber besonders mutig. Dann ist ja die erste Hälfte rum. 1-0 Deutschland durch Thomas Müller. Wer sonst? Es steht 1-0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Ganz klar unser Spiel und wir gehen direkt rein in die zweite Halbzeit. Die letzten 45 Minuten der Partie entscheiden über das Schicksal der Teams in dieser Gruppe. Deutschland führt aber eben nur knapp. Der Spielstand 1-0. Schweinsteiger. Müller. Hat auf den Pass gewartet. Ist da schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Der kommt weit nach vorn. Oh, ho, ho, ho. Boateng. Und Hummels. Wo soll er ihn hinspielen? Deutschland mit dem Treffer vor der Halbzeit. Damit steht es. Oh, das war ein Foul, das da hat den Ball nicht getroffen. Und sie bekommen hier den Freistoß. Steve Davis. Mal schön, das war auch ein Foul. Klinge springen lassen. Nordirland verwaltet den Ball derzeit nur. Da kommt nicht viel zustande. Verteidigt aber gut, Nordirland. Kann man nichts sagen. Jetzt sieht man zum Beispiel gar nicht mehr. Da stehen sie wirklich stabil. Versucht die Gasse zu finden. Jetzt kommen sie. Aber Boateng ist da. Boateng war da. Das ist Gündogan! İlkay Gündogan. Fast. Die Chance hier, die Führung auszubauen, das hätte Sicherheit gegeben, aber so holt man sich die Sicherheit natürlich nicht. Polen hat die Chance, hier weiterzukommen. Schweinsteiger. Mustafi. Freunde, das ist ja gemeingefährlich. Ein langer Ball nach vorne. Er zieht in Richtung Tor. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Nordirland kann den Ball einfach nicht festhalten. Nordirland, Nordirland. Oh, oh, oh. Gott sei Dank haben wir einen Manuel Neuer. Gott sei Dank. Der Dank geht an den Mann zwischen den Pfosten. Der hält die Führung fest. Schweinsteiger, Schweinsteiger findet den Ball und dann foul da und das gibt die Gelbe und da kann er mit einer Gelben froh sein. Klare Sache, das muss gelb geben. Phantomschmerz auch bei uns beiden hier oben, also das hat wehgetan. Ich gucke die besorgten Gesichter der Spieler und kann sie ziemlich gut verstehen. Ach, nur auf den Mann, Alter.
Und da muss er vermutlich raus. Gut behandelt. Muss jetzt zuschlagen. Gut möglich, Müller. Dass das die letzte Chance vor dem Abpfiff ist. Müller. Da kommt er angepäst. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Und das gibt Einwurf. Der Pass kam genau richtig. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse. Die Ballannahme auch. Nur da ist keiner. Doch, es war Mesut Özil. Das Spiel ist aus. Deutschland ist in der K.O.-Phase. Grenzenloser Jubel, wo man hinschaut. Klar, sie sind in der K.O.-Runde dabei. Jetzt beginnt die ganz heiße Phase. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden ist man weiter ungeschlagen. Die nächste Runde ist ihnen damit nicht mehr zu nehmen. Sie wollten in die nächste Runde. Sie stehen in der nächsten Runde. Einen ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Stelle hier. Jawohl. Das ist für mich der Matchwinner heute, Manuel Neuer. Top gehalten, wirklich, kann man nicht sagen. Hat aber nur eine 6,5. Thomas Müller ist der Matchwinner mit 8-0. Klar, er hat's toll gemacht. Und somit neigt sich dieser Spieltag schon wieder langsam dem Ende zu. Wir schauen mal nach Frankreich, ist definitiv weiter. Die haben, glaube ich, jedes Spiel gewonnen. Wales gewinnt. England 1-0, Polen 4-2, das ist stark, Polen ist weiter, Spanien ist weiter, Italien ist weiter, Österreich ist auf jeden Fall auch weiter, Portugal ist weiter, ja, wir schauen einfach mal nach, hier sehen wir es. Deutschland ist in der K.O.-Phase mit Polen. Hier ist es Wales und England. Slowakei und Russland sind mal gnadenlos raus. In Gruppe A ist es Frankreich und die Schweiz. Rumänien und Albanien haben es nicht gepackt. Spanien und die Türkei. Türkei knapp hier. Ich weiß gar nicht, an was es gescheitert ist. Doch, an der Tordifferenz ist es gescheitert. Für Kroatien und Tschechien ist auch raus. Ja, so schnell kann es gehen. Hier ist es Italien und Irland. Belgien und Schweden haben es nicht gepackt. Schwach von Belgien, weil Belgien ja jetzt Nummer 1 der Weltrangliste ist. Sind sie nur auf der 3. Das ist schon schwach. Portugal und Österreich. Stark von Österreich kann man nicht sagen. David Alaba bei Österreich. Starke Leistung. Kann sich sehen lassen. Ja, sind wir durch. Und wir spielen nächsten Tag, morgen. Ja, wir spielen morgen gegen die Slowakei, die erste K.O.-Runde. Wir schauen mal noch kurz rein, welche K.O.-Spiele wir haben. Deutschland, Slowakei, Italien, Türkei, Frankreich, Kroatien, doch Kroatien weiter, ich dachte Kroatien ist rausgeflogen, egal, okay, muss man nicht verstehen, England, Österreich, Portugal, Irland, Wales, Rumänien, Spanien, Belgien, Belgien ist doch auch raus, okay, und Polen gegen Schweiz, schauen wir nochmal nach da, Belgien ist doch raus. Wollt ihr mich verarschen? Kroatien auch. Oder kommen drei weiter? Nein, weil wäre ja Island und so auch weiter. Die sind ja nicht weiter. Also, muss man nicht verstehen, oder? Gut, naja, egal. Schaltet ein, morgen geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt Deutschland gegen Slowakei. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao.